Hallo und willkommen zurück zu Falcom Limited, eingetragenes Warnzeichen, mit Ray. Und Lucian. So, da sind wir wieder, wie versprochen. Und Russen haben wir durch, jetzt kommen die Yankees. USA. Und ich würde sagen, ich drücke mal auf Rettich. USA klingt wie so eine Saftsorte. Ich will USA-Saft trinken. Dann bin ich mal gespannt, ob die gute Hawk wieder gute Dienste leisten wird. Ja, wir werden es sehen. Oder eben auch nicht. Also vermutlich nicht, aber hoffen darf man ja. Ach ja, wegen der letzten Aufnahme hat ja der gute Lucian gemeint, wegen meinem schönen Wortspiel bezüglich Luck und Luck. Ja, das klang gerade total gleich. Wir haben bei Alots eingeführt so eine schlechte Wortspielkasse, die wir dann irgendwann mal, wenn sie eine gute Zahl erreicht hat, quasi verlosen werden. Ich wollte gerade sowas vorschlagen, wie wir schlachten das Ding und tun da von tolle Fanartikel herstellen und die ja dann an euch verlosen. Nein, wir werden wahrscheinlich, ich glaube, das Geld verlosen macht mehr Sinn. Im Moment halte ich den Rekord bei 4 Euro. Ich wollte gerade sagen, und wenn wir nur irgendwie ein Fake-Com-Post draufkleben, ja, das ist dann Fanware. Genau. So, das sind wir. So, wo fliegst du wieder rum? Du fliegst bestimmt einen Bomber irgendwo über mir, oder? Nein, wie könnte ich auch? Würde es mir gar nicht wagen. Naja, du willst wieder warten, bis meine Flieger alle weg sind und dann fängst du an, mich zu supporten. Nee, dann wenn du endlich weg bist, dann kann ich da unten ungehindert, ohne dass mich ein Verbündeter wegrammt, endlich wieder. Ja, hallo, wir haben uns doch noch nie gerammt. Das wäre mir auch ganz neu, dass das jemals passiert wäre. Ich sehe gerade auch, das ist so ein beschissenes Gefecht mit leichten Bodenzielen. Sag doch nicht das böse S-Wort. Bodenziele? Weiß ja nicht, wo du da drin ein S findest, aber. Na, ah, bei genau Bodenziele. Ah. Ich kann man das nicht mit TS? Bodenziele? Ja, okay. Lassen wir das. Ja, jedenfalls, das Problem ist bei den Bodenzielen, bei den leichten ist. Aber der Vorteil ist, dass ich auch mit meinen Maschinen jetzt hier die Bodenziele angreifen kann, aber dass irgendwie dann die Gefechte teilweise ziemlich schnell vorbei sind. Das geht halt eben auch umgekehrt und jede Mappe kann die Dinger zerlegen. Ja, genau. Und das geht manchmal dann einfach auch zu schnell, was ein bisschen nervt, weil die Gefechte dann auch sehr schnell vorbei sind. Wozu habe ich jetzt einen Bomber genommen? Ja, das siehst du und da, deswegen fühlt sich jetzt Andi wieder Volldepp, weil er halt die Bomber Klappe, genommen ich will hat, Level. Keinen braucht. Nein, ich hätte ihn trotzdem genommen, weil ich ihn leveln möchte. Gerade irgendwas hinter mir. Was ist denn das? Nichts, Bodenzähne wahrscheinlich. Eine Buffalo habe ich hinter mir. Ah, stimmt, jetzt sehe ich sie auch. Die ich gerade auch nicht ausdrehen kann, wenn ich es richtig sehe. Vergaß, dass ich von dir drüben nichts sehe. Na, was fliegst du, eine. Achso, eine Piece 36. Na gut, das soll da eigentlich gehen. Gerade nicht, aber ich krieg gerade so einen Support, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht bist du noch zu schnell. Ja, 280. Ah, jetzt habe ich das abgedreht, sehr schön. Na gut, das ist dann vielleicht schon wieder zu langsam. Kann ich mir nicht vorstellen, aber. Oh, okay, hat es gerade jemand gerammt, sehr gut. Hab doch gut gemacht wieder. Gute ist, ich kann meine Bomben hier natürlich auf so eine elendig lange Kolonne einfach drauf werfen. Da relativ sicher sein, dass da was passiert. Na? Na? Bodenziele? Na? Zerstört? Na? Na? Ja, Treffer, genau. Ein einziges zerstört. Ihr wollt mich doch gerade trollen. Ich muss eh gerade mal nachladen. Was habe ich am Bock? 1000 LBS-Bomben? Warte mal, irgendwie komme ich mir gerade nicht so vor. Dürfte das Splash-Damage nicht reichen, um die Bodenziele wegzuruppen? Offensichtlich ja nicht. Nein, ich habe wahrscheinlich dadurch, dass ich jetzt nicht im geraden Flug war, ziemlich verzogen und schlecht getroffen. Schätzungsweise. Da ist eine Fury. The Fast and the Furious. Sogar The Fast and the Furious Mark II. Ja, da geht Fast die Fury down. Ha. Ups, oder? Ha. Gut, das war jetzt sicherlich mein Beitrag dann, ne? Ja, das war dann ein Euroma von dir. Ach, das ist ja ein Biplane, sehe ich gerade. Na, sei froh, dass es kein Gayplane ist. Oh Gott. So, dann sind wir jetzt bei 6 Euro. Ich danke dir, dass du auch mal was machst dafür. Nicht immer nur ich hier die schlechten Wortwitze reißen muss. Ja, ich dachte, ich unterstütze dich mal ein bisschen. Wo ist die denn schon wieder hin? Ach, da oben. Die ist gerade über mir.
habe übrigens die ganze Zeit eine Ki 45 am Hintern und hier ist irgendwie kein einziger Verbündeter, wirklich kein einziger. Kriegt die gerade. Was soll ich denn davon jetzt eigentlich halten? Ich benutze das falsche Deo heute, oder? Kriegt das Biplane natürlich nicht ausgedreht, wie ich gerade merke. Aber ich krieg gerade Support von der Lack. Aber jetzt ernsthaft, ich benutze doch irgendwie hier heute das falsche Parfüm oder so. Sag mal, ich drehe mich hier die ganze Zeit, das Ding ist gar nicht mehr, das Vieh ist gar nicht mehr da. Hat die Lack die runtergeschossen? Kann das sein? Nee, warum dreht sich mein Flugzeug gerade nicht? Das wäre für mich jetzt momentan die interessantere Frage. Weil ich sehe jetzt kein beschädigtes Ruder, zumindest kein kritisch beschädigtes Ruder, damit jetzt keinen Grund dafür. Ja, und ihr seht übrigens gerade auch, oder, dass die Punktzahl schon eigentlich ziemlich stark gesunken ist bei den Gegnern. Und das meine ich, dass die Gefechte dann irgendwie relativ schnell immer gerne mal vorüber sind. So, jetzt hier 5 Bodeneinheiten auf einmal. Und fertig. Geht mir doch nicht auf den Kranz. Ich geh mal auf. Oh, was hab ich getroffen? War das ein Flak? Ja, das war ein Flak, anscheinend. Geh mal auf die Ki 45, ich versuch zumindest mal gerade ranzukommen. Su 2 ist natürlich auch ein schönes Target. Die Su rammt natürlich noch in mich rein. Es ist so exemplarisch. Das war jetzt absolut notwendig, nachdem sie mich eine halbe Stunde schon geschossen hat. Danke, dass du dir selbst den Kill ruinierst, an welchen Gegner auch immer, falls du zuhörst. Ich danke dir, du bist so herrlich doof. Ja, was soll ich dazu groß sagen? Wenn. Da, dass sie herrlich doof ist. Das war einfach unnötig. Ah ja, gut. Das wird wieder so ein Gefecht wie das letzte. Absolut unspektakulär und. Ja, irgendwie schon noch ziemlich kurz. Sagenhaft langweilig. Ah ja, ihr seht, wir können gewinnen, aber wenn wir nicht verlieren, dann macht oh, das echt keinen Spaß. Was ist ein Flieger von uns hier? Boah, ich hab den gar nicht gesehen, ey. Alter. Mich nicht sehen. Ich fast gerammt. Nicht so, ich bin empfindlich. Ich hab den jetzt fast gerammt. Abschlusshilfe Serie 3, da freue ich mich ja. Traum, oder? Ach genau, jetzt müsste ich eigentlich mal nachladen. So, dann gehe ich mit meiner TBF jetzt meine TBF jagen. Das wird bestimmt sehr spannend. Ich glaube, ich könnte jetzt den eigenen Flugplatz treffen. So, dann kreise ich mal jetzt hier oben kurz, bis ich wieder nachgeladen habe und auf die Blenheim mich drauf stürzen kann. Versucht die TBF jetzt sich zu verkrümeln. Oh Leute, seid doch nicht so. Warum muss man denn mit einer TBF Angst vor einer TBF haben? Ihr seht schon, die Blenheim hält doch einiges aus. Ach, jetzt habe ich es erwischt. Mit freundlichen Grüßen an den Piloten der Blenheim. Alter, wir nehmen jetzt ja glaube ich nicht mal 5 Minuten auf, euch das Gefühl. Ja, hier na, wir sind cool mit deiner TBF. Nur weil ja, du einen Kilometer grad, weg bist, treffe ich dich trotzdem nur, Affe. Wir fliegen gerade ein paar Biplanes rum, die Bodenziele machen, um am Bodenziel noch ein paar Punkte zu kriegen. Ne? So, und das war's dann. Entscheidender Schlag, jawohl. Super. Lol. Ja, ist so ein dummes Biplane macht, ja, mach's lieber ich. Ja, das war jetzt ja wirklich eine Kurzaufnahme. Müssen wir das jetzt wirklich pausieren an der Stelle? Ich überlege, ob wir mal eine zweite Runde machen, keine Ahnung. Weiß nicht. Entscheid du. Wir sind einmal so schön dabei, komm. Ja, komm los, machen wir Briten weiter. Warte mal, Briten, du willst bestimmt einen Battle Rank haben. 2-7 müsste das sein. Spitfire Mark 2A. Wollte gerade sagen, sieht irgendwie nach 2-7. Ja. Ach, dann guck ich doch mal, was ich da bastel. Dann bastel mal, aber lass ja nicht zu viel Zeit, sonst wird die Aufnahme zu lang. Ja, hetz mich nicht. Ich bin alt. Ja, total. Was soll das jetzt heißen? Nichts. Etwa sagen, dass ich alt bin? Nein. Der wird frech, der Kleine. Oh, der Kleine. Du bist ja so viel größer als ich. Ich bin so viel älter als du. Und so viel schlauer als du. Ja, nur weil du 40 bist und ich erst 39, ja.
Irgendwann wird es mal soweit sein. Ja, ich weiß. Heute lachst du noch drüber. Ja, ja, ja. Ich hoffe, wir sitzen dann immer noch nachts um diese Uhrzeit irgendwo herum und zocken irgendeinen Mist zusammen. Ja. Für die Fans. Soweit ist. Ja, ja, total. Spuckfeuer Mark 1. PE3 erinnert mich gerade irgendwie so an diese Süßigkeiten-Spender. I'm the Fire Spitter, Mystic Fire Spitter. Starter, meine ich doch. Oder wie war das Lied? Ja, doch, Firestarter, I'm the Fire Starter. Mystic Fire Starter. War das. Ja, das war Prodigy, oder? Nee, war das Scooter oder Prodigy? Nee, Firestarter? Firestarter? Ich tendiere zu Prodigy, glaube ich. Du fragst mich so viele Dinge und ich denke mir eigentlich nur, was faselt der Kerl gerade? Mann, Alter, du bist doch Three Men in a Boat, Four Cigarettes, but no matches. Das ist auch ein Scooter. Okay. Ich habe eine PE3 im Visier, ja, die könnte ich sogar wegschießen, glaube ich. Dann such's doch. Nein, nein, nein. Kommst du mir doch eh bloß wieder ins Heck. Flakholz gerade schon auf dich ein. Sieht cool aus. Ah, ich sehe das schon. Komm, da war doch eine I16, ich will sie haben. Ich nehme auch die Gladiator. Ich bin nicht wählerisch. Ich sehe gerade gar nichts, weil ich noch im Nebel bin, aber soll mir recht sein. Da ist eine Heinke 112, die nehme ich mir dann mal vor. Mach das. Nur mit die und der F2L fliegt da auch gerade so parallel, glaube ich. Ja, was mal die Heinkel. Das ist eine Heinkel V. V irgendwas. Bin ja quasi wow, wollt ihr mich gerade ernsthaft rammen? Oh, ich hab irgendwas hinter mir. Oi, oi. Ja, das ist die Gladiator, deswegen wollte ich die als erstes wegmachen. Hast du aber nicht. Ja. Die auch. Ist sie noch hinter mir? Nein, sie ist jetzt an mir dran. Ach, danke. Da ist sie. Bin unterwegs. Ja, habe ich gerade irgendwas. Oh, irgendwas. Irgendwas hat mich gerade mega getroffen. Was war denn das? Gladiator Mark 2? Nee. Was hat mich jetzt beschädigt jetzt hier? So krass. Eine I16. I16? Ja, okay, von Tracern her könnte es eine I16 sein. Ja, hast du recht, das wird die gewesen sein. Natürlich halt kritisch. Sehe ich gar nicht ein. Ja, die I16 hat natürlich auch noch ganz gute Flugeigenschaften. Die ist gerade hinter dir, ich bin dran. Danke für die neuesten Meldungen, ist das hier, ne? Ah, ich bin gerade irgendwie. Irgendwie fühlt sich mein Flugzeug gerade mega screwed an. Kriegst du jetzt eine I16 auf die Pfanne, wenn ich die schon gerade ziehe, oder? Ich bin nicht mehr hinter dir, ich musste gerade drehen. Warum auch immer? Weil ich sonst gegen den Berg geflogen wäre, da ist gerade nur eine Boston. Ja, an die 16 komme ich gerade nicht mehr ran. Du mich jetzt irgendwie trollen oder so? Nein, eigentlich nicht. Und ich muss auch gerade nachladen. Also. Ich kann an die 16 nicht ran. Jetzt dreht sie ein. Jetzt kriege ich sie auch wieder. Ja, natürlich dreht sie jetzt ein. Tut mir leid, aber ich kann. Oh, was ist noch alles hier? Was liegt noch alles hier rum? Ist ja gerade alles von denen. Alter, wo hast du mich hingeführt? Die Boston will Revenge, wie es aussieht. Die wirkt mir gerade ein bisschen. Okay, mein Rumpf ist schwarz, mein Flügel ist schwarz. Da flog gerade wieder die I16 an mir vorbei. Yo, das war's. Und da gehe ich nach unten. Hab aber ganz schön lange gebraucht für mich. So. Dann holen wir uns mal unsere Rache. Sind da jetzt mal ein paar mehr Flieger von uns? Ich da jetzt wieder in den Pulk reinfliege. Ich sehe gerade, du bist dort und noch eine P36. Ne, eine P38 gute Hawk. Da kommt der am Berg. Verdammter Nebel.
Da ist die 16, so, die kriegt jetzt auf die Fresse nicht mehr. Wenn ich sie jetzt richtig runter? Mitgenommen habe. Ja, die geht runter. Guter Mann, Impel gehst auch runter. Ich bin wieder allein hier. Super. Oder gehst du nicht runter? Hat mich hier im Brand geschossen. Ach, verdammt, ich Idiot. Es war so klar, dass sie mich rammen wollte, ey. Und ich gehe noch drauf ein. Also ich flieg da jetzt nicht mehr hin. Das ist mir gerade zu blöd dort. Das sind mir gerade zu viele. Sehe ich gerade nicht ein. Ey, 5M4, da werde ich doch mal drauf gehen. Oder machst du das gerade schon mit deiner Jacke? Mit Sicherheit nicht. B25, auch gut. Na gut, wer sich so anstellt, der will abgeschossen werden. So viele Targets. Oder hast du gerade die A4 weggeknallt? Ja. Guter Mann. Ach ja, wer sich so anstellt, der will. So, B25. Auch B, du stealst die jetzt. Also Ansatz. Ja, haha. Von der Kiste nicht auseinandermappen, ne? Sag mal, hat mich gerade irgendwo blind von hinten angeschossen? Wieso ist dein ganzes Flugzeug schwarz? Lass mich raten, das Ding hat Caliber 50 an Bord und davon 4 Stück. Echt? Ja, alleine nach hinten. Nice. Oh, sie brennt gerade. Ah, typisch Russen, ich treff einmal nicht. Traum. Ey, leck mich doch am Arsch. Ja, so, ich muss es abdrehen und nachladen, weil das tue ich mir gerade nicht mehr an. Und gehe lieber auf die D3A4, wenn ich nachgeladen habe. Mit meinem gesamten 20mm Magazin habe ich nicht einen Treffer gelandet. Es ist... Also ich fand die Russen eigentlich relativ... Also ich weiß nicht, also ich habe nicht so einen Treffer... Okay, die hat sich im Boden geschraubt, sehr schön. Alter, die fick diese Russenkisten so, im Arsch. Ich fand die jetzt eigentlich nicht so heftig vom Nicht-Treffen her. Komischerweise mit der 12er geht's, aber mit der 20er vergiss es. Treff ich gar nicht. Ich habe eine Spritte-Lacke. Vielleicht schaffen sie es ja, das Leck abzudichten. Ich muss ich ja vielleicht doch mal landen. Weil ich will ehrlich gesagt jetzt nicht noch einen Fighter hier verlieren. Aber das ist erstmal so viel in der Mitte los, da werde ich mich erstmal in die Mitte stürzen. Und einen ehrenhaften Tod sterben. Oder so. Ja, das hätte ich eigentlich wissen müssen, was jetzt kommt. Ich habe natürlich wieder nicht nachgedacht, wie immer. Ich bin so ein Head-on-Fetischist, das ist schlimm. Ja, und sie lässt sich wegrammen. Verbündeter rammt sie weg, super. Mein Motor ist kaputt. Ah, Leute. Ich habe irgendwie kein Glück mit den Motoren. Ich versuche meine sanfte Landung noch zu machen. Ah! Und die... Du hast mir gerade den Piloten ausgeschossen. Immer wieder gern. Oh, ich hasse dich. Alter, hast du mir nicht die Punkte für die sanfte Landung geben können? Nö. Das war jetzt gerade unnötig. Das war gerade einfach nur unnötig. Ich habe 2 Jäger hinter mir und kein Schwein hilft mir. Das finde ich unnötig. Ja, das nützt mir aber auch nichts in dem Falle. Oh, Junge. Hättest du mich wenigstens rammen können? Geht nicht, du warst auf dem Boden. Hätte auch besser ausgesehen. Hätte dich aber nicht kaputt gemacht. Ja, da schimmelt gerade schon so viel rum von denen.
Die können es aber auch nur unter Masse, die Leute, ja. Jetzt schon hinter mir. Ah ja, schießt mich halt ab. Ja, ah, beide Flügel beschädigt. Oh, Alter, ist schon so ein übelster Pulk, ey, das gibt's doch nicht. Was ist aus den guten alten 1 gegen 2 oder 1 gegen 1 geworden? Immer gleich einen Schaden auftauchen müssen. Dann wird es gewonnen. Bist du überhaupt noch da? Ja, natürlich. Junge, du musst auch mal sagen hier. Ich rede hier, ich mache einen Alleinunterhalt oder was? Mhm. Schlimm. Wir brauchen eh ein paar Bomber, sehe ich gerade. Oder zumindest ein paar Bomber, die was zerstören. Der Feind hat einige Siegpunkte vorhin. Ich habe jetzt gerade keine Verbesserung gesehen. Und hier sehen Sie, wie eine Bombe fliegt. Und nicht trifft. Ah, meine anderen Bomben haben getroffen. Immerhin. Was? Zwei Einheiten zerstört? Hat die so einen großen Streukreis? Echt? Was habe ich auch für Bomben an Bord? Keine Ahnung. Scheint gleich zu haben, dass die kilometerweit weg vom Ziel einschlägt, aber trotzdem das Ziel wegruppt. Nee, die Flaks sind relativ empfindlich. Sind das nicht Bunker da unten? Ja, du hast den Bunker und eine Flak getroffen. Den Bunker bist du direkt so getroffen, aber die Flak daneben. Okay, dann ist okay. Nee, weil diese blinkenden Ziele sind eigentlich nur Bunker, deswegen. Und ich habe eigentlich nur auf Bunker geschossen, also. Ja, da sind doch immer Flakanlagen daneben. Ach so. Na gut. Wenn der Meister es sagt, dann wird es wahrscheinlich stimmen. Mhm. Ich habe die eine Seite jetzt mal so ein bisschen gegnerfrei gemacht. Ja, ich habe eh nur noch den Bombo, von daher schön. Mit ohne Teamunterstützung. Beziehungsweise guten Teamkollegen, die es geschafft haben, einen Gegner via RAM auszuschalten, das war ein Byplay. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank an die Verbündeten. Macht einen super Job in diesem Gefecht. Vielen Dank für die Blumen. So, und hier sehen Sie eine doppelt einfach gesprungenen, ohne Salto, Bombe im Synchronsprung. Ja, die Landung könnte etwas unsauber werden, vielleicht sogar zu einer Explosion führen, wir werden sehen. Hm, ein Treffer, sehr schön. Nützt mir jetzt nicht wirklich was. Und ich werde gerade beschossen von irgendwas. Na, no, knapp. Und ich schieße mir den Piloten raus. Natürlich. Leck mich.
Leck mich, Hawk. Leck mich. Fett. Aber ich habe ja euch lange nicht mehr den Zuschauermodus gezeigt und ich wollte gerade auf dich gehen, weil um ein bisschen mehr Action zu sehen, aber nein, du stehst. Ja, da ist momentan auch gerade nicht so viel los. Beobachten wir doch mal irgendjemand, der gerade was macht. Ja, genau, den guten Namen, das ich nicht aussprechen kann, der gerade wahrscheinlich irgendwas zerstört hat, keine Ahnung. Gut, das ist jetzt auch langweilig, der hat auch nicht mehr. Hat hier irgendjemand gerade Action? Der gute Moor21, hat der vielleicht ein bisschen Action hier? Nein, hat er auch nicht. Fliegt hier allein Kurven in der Mitte. Sehr schön. Guter Mann. Also, ich flieg dann gleich wieder? Ja, sag, wenn du Action hast. Werde ich nicht mehr. Sag mal, warum? Ich beobachte jetzt hier alle Leute von uns. Keiner hat Gegner am Hacken. Aber wehe, ich bin im Gefecht. Schon habe ich alles hinter mir. Gut. 5 Stück. Eine überschaubare Zahl. Dann beobachte ich mal dich. Ja, wie gesagt, ach, da du ist Bomber. Okay. Momentan aber auch nicht viel Action. Gut, sehr schön. Leute, hier, macht doch mal was. Ah, der eine hat sowas hinter sich, glaube ich, oder? Ne, der hat irgendwas geschossen. Wo ist denn da was? Ach, da oben! Hallöchen, der schießt gerade eine SB2M. Komm schon, Wildcat, hol sie dir. Komm, ich schnapp sie alle. Komm schon, die kriegst du. Okay, wir haben das gegnerische Airfield zerstört. Echt? Nice. Ja. Wenn man das gegnerische Airfield zerstört übrigens, dann verlieren die Gegner dauerhaft immer wieder Punkte. Momentan gerade irgendwie nicht. Doch. Die sind rein. Also ich sehe gerade, dass sie nur so einen Zipfel haben. Ja, aber das tickt nicht runter. Echt nicht? Aber ich denke, das ist so. Okay. Hast du mir eine Fehlinformation zukommen lassen oder was? Nee, das hat sich irgendwie geändert seit kurzem. Super, jetzt fütter ich die Leute hier mit falschem Wissen, was du mir aufgetischt hast. Mit dieses gefährliche Halbwissen. Ja, ja. Komm hier, Wildcat, jetzt hol sie runter, das gibt's doch nicht. Aber trotzdem scheint der Victory zu werden. Möchte ich nicht, lass ich nicht zu. Also, dass die Wildcat den jetzt da noch zerfetzt. Muss das Ding so verdammt träge sein? Oh, da ist noch ein Lack 335 zur Hilfe gekommen. Das wird er doch wohl schaffen hier. Nein. Definitiv nein. Da brennt aber auch schon ein Motor. Oh, das sieht gut aus. Interessiert die mich nicht. Oh, die ist down. Haha. Noch vor dem Ende des Gefechts. Sehr gut. Ja gut, das war jetzt eine etwas längere Aufnahme. Das Gefecht hat doch ein bisschen länger sich hingezogen. Wie hat ein gewisser Politiker der FDP gesagt? Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Oh Gott, bitte nicht. So, ich kann viel erforschen, obwohl ich eigentlich ziemlich schlecht war. Alles kaufen, ja. Aber ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme machen, ne? Weil das war jetzt doch ein bisschen länger. Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Gefecht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und damit bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao.